herzlich willkommen auf meinem Kanal Tinder Wrestling. Ich bin neu zugestoßen als YouTuberin und möchte mich natürlich erstmal vorstellen. Ich bin Asiatin und zu meinen Hobbys zählen Zocken, Zeichnen und Kampfkunst. Außerdem interessiere ich mich für Naturwissenschaften, Mathe und Geschichte. Ich weiß, das ist sehr nerdig und so. Für Gestalterisches und fürs Kochen habe ich eine heimliche Liebe. Musik liebe ich auch, aber zwingt mich ja nicht zu singen. Da meine Freunde, soweit man sie Freunde nennen kann, nur mit einem kalten Aha reagieren, wenn ich versuche, ihnen das zu erzählen, was mich interessiert, werde ich euch wohl oder übel belasten müssen. Ich werde in meinem Kanal also über Sachen reden, die mich persönlich interessieren und möchte mich auch für das schlau machen, was euch interessiert. Um einen Einblick zu bekommen, unter was ich interessant verstehe, werde ich jetzt mit meinem ersten Thema anfangen. Heute geht es um Penisse bei Frauen. Nee, Leute, leider nicht Menschenfrauen, sondern genauer gesagt bei Staubläusen, auch Psocoptera genannt. Schade eigentlich, keine Penis bei Frauen. Egal. Japsen, ich meine japanische Forscher, fanden diese in einer brasilianischen Höhle und fanden heraus, dass das Weibchen einen penisartiges Geschlechtsteil haben und Männchen eine vaginaähnliche Öffnung. Und in der Tat, das Weibchen führt ihren Rüssel in die Vagina des Mannes. Versucht sich der Mann zu wehren, so kann es passieren, dass seine Genitalien verletzt werden, da der Penis der Frau die Form eines Haken hat. Ich kann es nicht oft genug sagen, das Weibchen führt ihren Penis in die Vagina des Mannes. Die Funktion des Samenspenders hat das Männchen dabei nicht verloren, zum Glück. Aber die Frau hat beim Geschlechtsverkehr jedoch die Oberhand. Bad Girl. Dieser Akt der Liebe dauert geschlagene 40 bis 70, momentlich kommt's, Stunden. 40 bis 70 Stunden. Stell dir vor, du hast 40 bis 70 Stunden Sex. Oh ja, yeah. Das wäre irgendwie geil. Naja, jetzt wisst ihr, was She-Mails in Wirklichkeit sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es. Und wenn ihr brauchbare Kommentare, ich meine Kritik habt oder Kommentare, dann schreibt es hier unten hin. Bis dahin sieht man sich. Tschüss!